Ja, mein Name ist Tim Sander. Ich komme aus Bedesbach Richtung Kaiserslautern. Ich bin Honorar-Finanzanlagenberater und Versicherungsvermittler, 34H und 34D. Ich habe einen Bachelor und Master gemacht in diesem Bereich und bin Gesellschafter und Geschäftsführer von der FI Future Invest GmbH. Ja, mein Name ist Nachfried Singh. Ich bin auch der Gesellschafter und der Geschäftsführer von der FI Future Invest GmbH. Und ich habe auch genauso wie der Tim meinen Bachelor- und Masterstudiengang in Finance gemacht und ja, unsere Zielgruppe sind Rechtsanwälte und Juristen, das heißt, wir helfen dieser Zielgruppe bei der privaten Altersvorsorge und auf dem Weg dahin auch die Zielgruppe mit der richtigen Arbeitskraftabsicherung zu schützen. Jetzt haben wir heute einen prallvollen Konferenztag hinter uns gebracht, ein neues Format von Premium Circle. Und wie war der Kompletteindruck? Was nehmen Sie mit nach Hause, was Sie dann auch verwenden können? Ja, war auf jeden Fall super. Wir hatten sowas noch nie gehabt. Wir sind jetzt auch noch nicht so lange in der Branche tätig. Es ist sehr tiefgreifend, das Ganze. Also das muss man schon sagen, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Messen zum Beispiel, ist das was sehr Exklusives, was Premiumlastiges, sage ich jetzt mal. Und das war wirklich für uns eine tolle Erfahrung. Und wir nehmen auch viel Positives mit von heute und denke auch, dass wir uns für Premium Cycle entscheiden werden. Wenn ich es recht verstehe, ist natürlich für Ihre Klientel auch die BU nicht ganz uninteressant, ne? Und wenn Sie dann Informationen hören, Herr Gore verbringt ein Leben damit, diese Schwachstellen eben herauszufiltern. Ja. Es gibt 670 unsichere und ungenaue Bezeichnungen da drin, in diesem Versicherungsungetüm. Da wird einem ganz mulmig, oder? Das stimmt, wie auch erwähnt wurde. Ich meine, es gibt ja hunderte, tausende Ratingagenturen, die irgendwie versuchen, die Versicherung zu bewerten. Und da stellt sich ja die Frage jetzt, welcher Ratingagentur folge ich in welcher nicht, und deswegen braucht man schon sowas wie hier, die wirklich einen unabhängigen Blick drauf werfen und letztendlich die Versicherungsbedingungen untersuchen, weil letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, sehen die für den Versicherungsnehmer die Versicherungsbedingungen, ob geleistet wird oder ob nicht geleistet wird, und das ist halt der, sag ich mal, große Vorteil von Premium Cycle. Also Sie sagen, Sie interessieren sich für eine Mitgliedschaft, interessieren sich dann natürlich auch für die Software, ne? Ja, auf jeden Fall. Logisch. Sagen Sie, es wird Anschlussveranstaltungen geben, vielleicht auch ein Tick kleiner. Was für Special Interest Formate wären für Sie von Belang und von Interesse? Auf jeden Fall der BU-Bereich nochmal und auch eben die private Krankenversicherung. Da wurde ich auch schon von Herrn Gore eingeladen, nächste Woche dann in Frankfurt. Bin ich sehr gespannt drauf. Genau, vor allem der BU-Bereich, was uns sehr interessiert. Noch tiefblickende Blick in die einzelnen Tarife, wo man noch mehr in die Vertragsbedingungen gehen kann und schauen kann, was sind jetzt die Unterschiede zwischen Gesellschaft A, B und C. Vielen herzlichen Dank.